Mal sind es Leichen, hier und da ein Flugzeug und heute ist es ein Auto. Die Bergung im Bodensee durch die Thurgauer Seepolizei war zum Glück aber nur gestellt. Es ist schön auf der Rädli gestanden, und da haben wir es schön können befestigen und mit diesen Hebesäcken eigentlich sehr gut aufbringen. Für uns ein absolut gelungener Einsatz. Ganz so entspannt geht es aber nicht immer zu und her. Für die 12 Taucher von der Thurgauer Seepolizei sieht der Einsatz im Wasser immer anders aus. Wenn es schlecht ist, dann muss man sich halt vortasten, muss man alles mit Gefühl, mit den Händen irgendwie ersuchen und dann ist es so Befestigungen anbringen, wo man nachher sicher ist, dass es auch den Kran hebt, ist dann nicht ganz einfach. Besonders in Erinnerung geblieben ist am langjährigen Polizeitaucher folgendes Erlebnis. Die Flugzeugabstürze, die wir hatten, schon lange her, mit mehreren Toten, wo es auch von der Dimension her ganz anders war. Wir waren viel mehr Taucher gewesen, dort. Wir haben von anderen Kantonen Taucher gebraucht oder beizogen. Und dann ist die logistische Herausforderung und die organisatorische Herausforderung natürlich auch ganz anders. Mit 15 Einsätzen unter Wasser hat die Thurgauer Seepolizei letztes Jahr etwas weniger zu tun als sonst. Aber nicht weniger intensiv. Unter anderem mussten sie 3 tote Personen bergen. Das sind Fälle, die psychisch nachgehen. Anders ist es bei verlorenen Gegenständen. Wegen einem Portemonnaie springt die Seepolizei zum Beispiel nicht sofort in die Tiefe. Anrufen dürfen sie immer. Die Frage ist wirklich, ob wir jetzt wirklich die Zeit haben, um wegen dem Portemonnaie zu schauen. Wenn jetzt das gerade aufgeht mit einer Tauchübung und wir sowieso dort in der Nähe mal sind, dann probieren wir es schnell, gumpen vielleicht schnell rein, tauchen das schnell ab. Wir tun sicher nicht da stundenweise, gehen wir da irgendein Portemonnaie suchen. Geübt wird aber regelmässig. 30 Mal im Jahr müssen die Seepolizisten ihr Wissen auffrischen. Geht einem das Portemonnaie dann ins Wasser, sind die Chancen also höher auf eine professionelle Bergung.